Nämlich das Prinzip, dass ein Mensch als Gott deklariert wird. Und vielleicht wird einiges dich hier schockieren über das, was wir sprechen. Den größten Widerstand und Häme habe ich persönlich erfahren und gespürt in den Jahren, wo ich im Glauben bin, wenn es zu diesem Thema kommt, worüber ich jetzt mit dir sprechen werde. Und die Thematik ist eine Ordnung, zu der wir zurückkehren, wenn wir an Gott glauben durch Jesus Christus. Wenn wir mit dem Vater wieder vereint werden durch seinen Sohn, der sich für uns geopfert hat, dann wird diese Ordnung unsere Lebenspraxis sein und diese Ordnung beantwortet die Fragen wie Harmonie und Frieden und Liebe in der Ehe und die Fragen der Erziehung der Kinder, dass unsere Kinder nicht außer Rand und Band laufen und Fragen wie, wo finde ich einen gottesfürchtigen Mann? Wie kann ich sicher sein, dass dies der Partner ist, den ich heiraten soll? Wo finde ich eine gottesfürchtige Frau? Eine simple und effektive Ordnung, die aber offensichtlich und scheinbar nur selten und wenig eingehalten wird. Gerade von den Menschen, die halt sagen, sie glauben an Jesus Christus. Das ist oftmals traurig, aber meine Hoffnung ist, dass wir da zurückkehren und dass diese Ordnung greift. Diese Ordnung ist das, was Gott uns gegeben hat, was von Anfang an etabliert ist, nämlich die Ordnung zwischen Mann und Frau. Und am Anfang meines Glaubens habe ich geglaubt, dass wir werden eines Tages, wenn wir Jesus Christus lieben und Jesus zum Vorbild haben für unsere Lebenspraxis, da werden Menschen um uns herum, die sich entschieden haben, Gott nicht nachzugehen und Gott nicht zu lieben, die werden gegen uns sein. Und wir werden von diesen Menschen, sprich die Welt, von der Welt werden wir Widerstand erfahren. Das wird eines Tages passieren. Ich sehe es prophezeit in Kain und Abel, der eines Tages aufstand gegen seinen Bruder. Und so wird auch die Welt eines Tages aufstehen gegen die Gläubigen. Also kollektiv, offiziell, als eine Masse und werden die Menschen hassen, die an Jesus Christus glauben. Aber zwischenzeitlich kann ich ja sagen, dass der größte Widerstand kommt aus den eigenen Reihen. Menschen, die halt bekennen sind im Glauben, sind die, die am heftigsten gewisse Dinge streitig machen. Und schau dir hier und dort einfach mal Kommentare an unter gewisse Videos und vielleicht verstehst du, welches Sentiment ich meine. Die Ordnung, die Gott uns gegeben hat, beantwortet viele Fragen und die heilt uns, denn an Christus zu glauben, ist mehr als nur auf einer Parkbank zu bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. An Christus zu glauben, ist mehr als auf den Heiligen Geist zu warten. An Christus zu glauben heißt, wir gehen einer Lebenspraxis nach und weil wir Christus Geist haben, werden wir imstande sein, diese Lebenspraxis aufrecht zu halten. Und durch dieses wiederholte Tun in der Lebenspraxis kommen die Früchte des Glaubens. Die meisten haben es so verstanden, dass wenn sie zu Christus rufen, denn der Mensch ruft ja zu Christus um Erlösung wegen des inneren Zustands. Äußerlich mag alles perfekt sein. Schönheit, viel Urlaub, Geld, Erfolg und Sport und Spaß, aber innerlich ist etwas kaputt, nämlich der Mensch ist von Gott getrennt und Mann und Frau werden in diesen Zustand hineingeboren. Getrennt von Gott heißt, in Feindschaft zu sein mit Gott und wir werden da reingeboren und Gott ruft uns durch Bekehrung und Buße nun zu ihm zurück, wieder vereint zu werden mit ihm und gibt uns eine praktische Lebensordnung, die wir jetzt hier in der Lebenspraxis im Hier und Jetzt sehen werden. Also zu bekennen, dass Jesus der Messias ist, dass er der alleinige Herr ist, dazu sind Tausende von Dämonen auch imstande, kann ich dir vorlesen aus Markus Kapitel 5. Glauben also, und ich habe viele Menschen gesehen, in beide Richtungen. In die Richtung auszuharren und am Ende die Früchte zu kassieren und Menschen, die diesen Weg nicht verstanden haben, dass er so hart und steinig werden kann und werden verbittert und missverstehen, dass Gott sie trainiert und vorbereitet. Diese Ordnung, über die ich jetzt reden werde, ich werde jetzt alles, was ich lese, ich bin bemüht, es also einzublenden und du überprüfst es im Gebet und schaust für dich in deinem Geist und in deiner Seele, ob das, was ich hier sage, ob es stimmt. Gott hat die Menschheit geschaffen als Mann und Frau und Mann und Frau tun unterschiedliche Dinge aufgrund Begabung und Beschaffenheit. Mann und Frau werden aber immer nur von einer Quelle inspiriert.
Es gibt keine Grauzone. Entweder der Mensch, also Mann und Frau, hat Gott zum Haupt, und was das bedeutet, das werden wir gleich in dieser Ordnung sehen, oder der Mensch hat eine andere Ordnung, in der er lebt, und dann ist Satan der Inspirator. Es gibt keine Grauzone. Entweder der Mensch ist göttlich inspiriert oder er wird vom Feind dirigiert. Die Dinge, die Mann und Frau also tun werden, aufgrund der Beschaffenheit, Testosteron, Hormone, sind unterschiedlich, aber es ist das gleiche Ziel, es ist der gleiche Geist. Und weil Gott Mann und Frau geschaffen hat, gibt es auch eine gewisse Ordnung, die wir sehen werden zwischen Mann und Frau. Und diese Ordnung wird uns zu erkennen geben, wer dieses Paar dirigiert und wer wirklich Herr im Leben dieses Paares ist. Und da habe ich, mehr als es nicht der Fall ist, Widerstand erfahren, wenn diese Ordnung angesprochen wird, also von denen, die sagen, sie glauben. Da ich nie weiß, in welchem Prozess jemand ist, überlässt man alles dem Herrn. Aber diese Ordnung ist wichtig, die klärt viele Fragen. Also, ich lese es dir vor, das ist die Einleitung und blende es auch hier mit ein. Das ist 1. Korinther Kapitel 11 und hier steht es, ich will aber Vers 3, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist. Der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. Gott steht am Ende hier, weil während wir über diese Ordnung jetzt sprechen, Mann ist Haupt der Frau, Christus das Haupt des Mannes, aber am Ende ist Gott das Haupt von allem. Er ist der Schöpfer und durch ihn, aus ihm fließt das Leben und die Liebe und alle Dinge, die wir brauchen. Aber es gibt eine Ordnung, in der wir uns positionieren müssen, damit diese Leitung auch fließen kann. Okay? Und zu dieser Ordnung zurückzukehren, ist für uns nicht jetzt nur wichtig im Sinne von, dass die Gesellschaft auch dadurch geheilt wird, denn das Gesellschaftsbild hier im Westen zeigt, dass die Familien nicht funktionieren und die Familien funktionieren nicht aufgrund dessen, dass diese Ordnung nicht eingehalten wird und diese Ordnung, so simpel sie ist, wird nicht eingehalten wegen des eigenen Egos. Und Jakobus schreibt, dass woher kommen die Kriege inmitten unter euch? Und er sagt, dass diese Kriege und die Unruhen kommen aus Begierden. Es ist nicht immer nachzuvollziehen, warum atomäre und nukleäre Macht und Drohungen etwas mit Begierden zu tun haben sollen. Aber wir werden es ja gleich aufschlüsseln. Es macht Sinn, was der Jakobus sagt. Und wir werden es auch verstehen können. Nämlich, dass die Begierden an sich sind erstmal nicht rational, die sind nicht nachzuvollziehen. Jemand hat 7 Autos und er kann nicht ruhig schlafen, weil er das Sondermodell nicht bekommen hat. Jemand hat schon 5 Häuser und er ist sehr traurig, weil er das 10. nicht bauen kann oder das 6. oder das 7. Also das, was der Mensch will, es ist ein Fass ohne Boden und diese Unruhe ist immer da und vielleicht wissen Mann und Frau in einem gefallenen Zustand gar nicht, was sie tun. Aber in diesem gefallenen Zustand werden Mann und Frau hineingeboren. In diese Begierden werden Mann und Frau hineingeboren. Getrennt von Gott zu sein, diese Ordnung nicht zu verstehen, ist das, wo wir hineingeboren werden. Und viele fragen sich, warum habe ich diesen Zustand? Und warum ist alles in mir unruhig, auch wenn alles äußerlich hier perfekt zu sein scheint? Und dann hören sie vielleicht von einem Evangelium, dass Jesus macht dich heile. All das, was du hier erlebst und durchmachst, wenn du zu Jesus rufst, wird das wieder vergehen. Und du wirst wieder heil sein. Wobei das stimmt, wird aber ausgeklammert, dass das Kreuz der einzige Weg ist, um diesen Frieden zu erlangen. Und das Kreuz spricht ja ganz klar gegen unser Fleisch, unser Ego, was ja gekreuzigt werden muss. Und ob das Fleisch gekreuzigt wurde, denn das ist die Bedingung, um ins ewige Leben zu gehen, wirst du sehr, sehr deutlich erkennen können, in ein paar Sekunden zwischen Mann und Frau, wenn diese Ordnung gelebt wird. Wo diese Ordnung nicht das Ziel ist, reden wir erstmal nicht davon, ob diese Ordnung schon perfekt ist. Ich kenne Paare, wo ich sagen könnte, da sehe ich, die Ordnung ist ziemlich fortgeschritten, vielleicht sogar schon perfekt. Aber die meisten Paare, so traurig es erstmal klingt, deswegen ist ein Appell, die meisten Paare, die ich kennengelernt habe und die bekennen, dass Jesus Christus ihr Modell für die Lebenspraxis ist, leben nicht nach dieser Ordnung und haben diese Ordnung nicht als Ziel, um an dieser Ordnung zu arbeiten, nämlich diese Ordnung zwischen Mann und Frau wiederherzustellen. Also die Gesellschaft ist in einem schlimmen Zustand, weil diese Ordnung zwischen Mann und Frau nicht funktioniert und Mann und Frau halten diese Ordnung nicht ein wegen Ego und Begierden kommen,
okay, aus uns heraus, weil wir da reingeboren werden, aber das ist die Feindschaft zu Gott und wir werden gleich klären, warum. Okay, also, geklärt haben wir, dass es eine Ordnung gibt und die ist praktisch zu leben und die ist aber schwer zu leben und das Kreuz sagt uns, es ist schwer zu leben, weil es schmerzhaft ist, das Ego zu kreuzigen. Unser Ego zu kreuzigen und unser Ego zu minimieren, bis es so lange aushungern zu lassen, bis es wirklich stirbt, ist den schwersten Kampf, den wir haben. Also, wenn du jetzt nicht siehst, dass ein Mann und Frau diese Ordnung leben, dann weißt du, es ist aufgrund eines Egos. Bei beiden. Wir haben jetzt gerade gesagt, Mann und Frau sind unterschiedlich geschaffen. Es sind also Dinge, die beide tun, die uns zu erkennen geben, dass diese Ordnung nicht da ist. Es ist nicht dazu da zu richten, es ist dazu da, um zu korrigieren. Und wenn du selber jetzt erfährst, dass diese Ordnung nicht da ist und da Probleme bei dir zu Hause sind und da ist Unfrieden und Chaos und Disharmonie, aber wir sind doch im Glauben, es liegt an dieser Ordnung. Okay? Also, was hat Eva wirklich begehrt im Garten Eden und worin war Adams Sünde zu finden? Denn Adam wird zur Verantwortung gezogen. Aber der Weg, wie diese Unordnung eingekommen ist, wie es überhaupt gestartet ist, ist, die Frau war der erste Ansprechpartner, als diese Ordnung gebrochen wurde. Weil der Feind, der Satan, hat in der Frau die Möglichkeit gesehen, das wäre da, wo er dieses Glied durchbrechen kann, diese Kette. Die Frage ist aber, womit wurde Eva wirklich verführt? Was wollte sie? Ich lese dir den Vers nochmal vor, in 1. Korinther 10, 11, Vers 3. Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist. Der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. Das wäre die göttliche Ordnung. Wenn du ein Glaubenspaar siehst und die lieben Christus, dann würdest du diese Ordnung automatisch sehen. Kehren wir zurück zum Garten Eden, war diese Ordnung in perfekter Harmonie. Gott, Adam und Eva. Okay? 1. Mose, Kapitel 3, lese ich gleich vor. Ich lese dir aber erstmal was vor aus Psalm 82. Nämlich das Prinzip, dass ein Mensch als Gott deklariert wird. Und vielleicht wird einiges dich hier schockieren über das, was wir sprechen. Aber wie gesagt, überprüfe es. Ich will dir diese Ordnung präsentieren. Im Psalm 82, hier steht drin, Gott steht in der Gottesversammlung. Inmitten der Mächtigen richtet er. Hast du diesen Vers dir vor Augen geführt? Gott steht in der Gottesversammlung. Das heißt, Gott, der Allmächtige, der Schöpfer ist, und die Ordnung ist ja im Garten Eden, Gott, okay, der Sohn, Adam, Eva, Gott über alles, Adam, Eva. Jetzt steht hier drin, dass Gott steht in der Gottesversammlung. Sind da andere Götter da? Hier ist der Vers, Vers 6. Ich habe gesagt, ihr seid Götter und allesamt Söhne des Höchsten. Es kann nur ein Gott geben. Aber wenn Gott eine Regentschaft aufstellt und dieser Mensch tut das, was Gott möchte und dieser Mensch herrscht und macht alles, wie Gott es möchte, dann ist der Mensch in der Minute Gott. Nicht in der Hinsicht, dass er jetzt dieses Herz hat, thronen zu wollen über alles, aber er ist anstelle von Gott. Gott ist da. Aber er ist der, der es ausführt und auswirkt. Und da, wo viele von solchen sind, da werden sie als Götter genannt, obwohl sie nicht wirklich Gott sind. Das heißt, sie sind in der Position von Gott. Merkt ihr diesen Punkt, der ist wichtig für das Verständnis. Okay? Jesus wird angekreidet, dass er jetzt sagt, er ist der Sohn Gottes. Und ja, die Pharisäer wollten ihn steinigen, aber er hat ihre Heuchelei immer entlarvt. Es steht doch geschrieben, dass alleine schon, wenn jemand hier herrscht oder er ist ein König, dann ist er doch schon an der Stelle von Elohim, weil Gott ihn da reingesetzt wird. Er ist deswegen nicht der König, aber er ist an der Stelle von dem König. Und das heißt, wenn jemand gegen den König geht, ist es ein Hochverrat, eine Todesstrafe drauf. Das kennst du aus Antike, aus der Bibel.
Und wenn jemand gegen den König geht, dann geht er gegen Gott. Das lesen wir auch in Römer Kapitel 13. Und wenn jemand gegen die menschliche Herrschaft geht, dann geht er gegen Gott. Liest du auch in Titus Kapitel 3. Okay? Und Petrus wiederholt es auch. Also es steht immer geschrieben, dass da, wo du gegen die Herrschaft gehst, da gehst du gegen Gott. Jetzt hat man aber zu Jesus gesagt, dass, wieso sagst du, du bist der Sohn Gottes? Und er sagt doch, das steht nicht in eurem Gesetz geschrieben. Johannes 10, 34, ich habe gesagt, ihr seid Götter. Wenn es diejenigen Götter nennt, also das Gesetz, an die das Wort Gottes erging, das heißt, die sind von Gottes Geist und seinem Wort erfüllt und tun seine Wege, und jetzt sagt das Wort Gottes, ihr seid jetzt Götter, und die Schrift kann doch nicht außer Kraft gesetzt werden, Vers 36, wieso sagt ihr dann zu dem, den der Vater geheiligt hat, und geheiligt hat der Vater Jesus vor allen Menschen und seine Wunderkräfte und seine Kraft, die er gegeben hatte, bezeugte, dass es wahr ist, was er sagt, und in die Welt gesandt hat, du lästerst, weil ich gesagt habe, ich bin Gottes Sohn. Wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt mir nicht. Tue ich sie aber, so glaubt doch den Werken, wenn ihr auch mir nicht glaubt, damit ihr kennt und glaubt, dass der Vater in mir ist und ich in ihm. Bahnbrechend, sehr simpel, sehr klar. Heuchelei von der Seite der Pharisäer. Ist dieses Prinzip klar? Okay? Also, das Wort sagt, dass ich habe hier Götter unter euch, oder beziehungsweise das sind Götter, ich bin inmitten unter euch, aber es sind keine Götter in der Hinsicht, dass sie schöpferische Macht haben oder omnipräsent sind, sondern sie haben die Position, weil sie durch Gottes Geist geleitet werden. Okay? Was wollte die Eva? Wozu hat er, der Satan, jetzt die Eva wirklich angestachelt? Und ich lese dir was vor aus 1. Mose Kapitel 3 und Vers 1. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hat. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft. Und jetzt zitiert die Frau etwas und sagt, da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Vers 3. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht stirbt. Der erste Punkt ist, dass die Eva zitiert etwas und sagt etwas, aber ich kann dir beweisen, dass Gott das, was sie gerade wiedergegeben hat, in keinster Weise zu der Eva gesagt hatte. Das, was die Eva hier wiedergegeben hatte, wurde zu dem Adam gesagt. Und jetzt denk an diese Ordnung, Gott, Christus, der Mann, die Frau. Aber Eva hat nicht gesagt, der Mann hat es zu mir gesagt. Eva hat gesagt, Gott hat das gesagt. Gott hat beschlossen. Woher wusste Eva das? Und ich lese dir vor. 1. Mose Kapitel 2 und in Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Merke, Eva, die Frau, wurde hier noch nicht geschaffen. Es war nur allein der Adam. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, Vers 17, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Sofort danach, der nächste Vers, um das wie zu sagen, zu bekräftigen, das, was ich dir gerade sage. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Also er war allein zu diesem Zeitpunkt. Ich will ihm eine Gehilfe machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Warum wird dieser Vers dazwischen gebracht? Zwischen, dass Gott dem Adam das Gebot gegeben hatte, ein Mitzwa, ein Gebot ausgesprochen hatte, du darfst von dem Baum von der Erkenntnis des Guten und des Bösen nicht essen, wenn du es tust, wirst du sterben. Und danach liest du, dass er war alleine und jetzt aber, nachdem er jetzt gesagt hat, dass Adam ist alleine, bildet er erstmal alle Tiere und bringt die Tiere zu Adam und Adam wird jetzt die Tiere benennen. Er zeigt nämlich, dass Adam hatte hier Vollmacht auf der Erde. Adam war jetzt hier an der Stelle von Gott als Herrscher über die ganze Erde. War Adam jetzt hier, nicht Gott, Gott, das ist wichtig zu verstehen, ehe jemand dieses Video noch zusammenschnippelt und sagt, Steve hat gesagt, der Mensch ist Gott.
Adam ist hier an der Stelle als Herrscher über das ganze Universum oder über die ganze Erde, zumindest das wissen wir, ist er jetzt hier Gott. Adam ist an der Stelle, er repräsentiert Gott. Okay? Und diese Vollmacht, siehst du, da gab der Mensch jedem Vieh und Vögel des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen, aber für den Menschen fand sich keine Gehilfe, die ihm entsprochen hätte. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen und während er schlief, nahm er einer seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu dem Mensch. Da sprach der Mensch, das ist endlich, also die ist es, das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Die soll Männin heißen, denn von Mann ist sie genommen. Und immer noch kein Wort darüber, dass Gott zu der Eva gesprochen hatte. Denn er hat ja den Adam gesagt. Und Adam ist ja an der Stelle jetzt von Gott, weil er der Herrscher ist. Macht das Sinn? Also, die Ordnung ist etabliert. Gott, der Sohn, Adam, Adam ist das Haupt von Eva. Sie ist seine Gehilfin. Was hat jetzt die Eva begehrt? Hat sie Reichtum begehrt? Was wollte sie jetzt haben? Womit hat jetzt der Feind sie angelockt? Da sprach die Schlange, wir kehren jetzt zurück zu 1. Mose 3, Vers 4, da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben. Sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Womit er die Frau gelockt hat, ist so sein zu wollen wie Gott. Sei Gott. Du kannst Gott werden. Naja, die Ordnung ist aber so, dass der Adam über ihr ist. Und um diese Position einzunehmen, jetzt, das ist jetzt, was die Frau betrifft, um diese Position einzunehmen, müsste sie über den Adam herrschen. Ihn müsste sie zu Fall bringen, dann hätte sie diese Position. Wie mit den Begierden, das ist verdreht, das ist nicht rational, aber so sind wir geboren worden. Wir haben diese Gesinnung hier von Adam und Eva geerbt, anstelle von Gott sein zu wollen. Und wir werden gleich lesen, wo dieses Sentiment herkommt. Okay, wo begann das, dass jemand sein wollte wie Gott? Jemand wollte jetzt nicht anstelle von Gott sein, er will Gott sein. Und das ist die Feindschaft, um die es geht. Okay? Pornografie und Sucht und Clown und Diebstahl und Habgier und Hexerei, aber die wahre Feindschaft ist, an Gottes Stelle sein zu wollen, denn das ist, wo es hergekommen ist, der Feind ist gefallen. Der Satan ist gefallen vom Himmel wegen dieser Gesinnung. Wir werden es noch hier ein bisschen vertiefen. Eva wollte also jetzt an Gottes Stelle sein und sie tut es, indem sie jetzt gegen den Adam geht. Das heißt, überall, wo jetzt da die Eva gegen den Adam geht, geht sie gegen Gott. Egal wie viel sie sagt, dass sie an Jesus Christus glaubt. Wenn ihr Herz und ihre Aktionen gegen ihren Mann ist, wenn die Martina gegen den Markus geht, aber Kopftuch trägt und Schabbat und kein Schweinefleisch und zur Gemeinde geht am Sonntag und Lobpreis macht und sogar Gitarre und den Lobpreis leitet, aber sie ist gegen ihren Mann, und ich sehe das ganz, ganz oft, dass Frauen einfach losziehen alleine in eine Gemeinde, weil sie sagen, mein Mann kommt nicht mit und ich muss meinen eigenen Weg finden, und die Bibel lehrt etwas ganz anderes, kehre zu einer Ordnung zurück, die für jeden schwer ist, aber das ist, wo das Kreuz eingreift. Und wir werden gleich mit Adam uns beschäftigen, was seine Sünde war und was er jetzt anbetet anstelle von Gott. Aber da fing es an, und da, wo die Frau ihren Mann nicht als Haupt akzeptiert, ist da, wo sie auf dem Weg ist, ins Verderben zu gehen, egal was sie bekennt. Und der Mann, der halt bekennt, dass er an Gott glaubt und dass er Gott liebt, aber seinen Gelüsten verfallen ist und nicht gegen diese kämpft und nicht sein Kreuz aufnimmt, ist in dem gleichen gefallenen Zustand. Er hat Gott ersetzt mit etwas anderem, und meistens ist es die Frau. Alles, was du hier siehst an Prostitution und Pornografie und Skulpturen, dass Männer beten Frauen an wegen Gelüste, das heißt, immer andere Dinge, Reichtum und Macht etc., aber der Geist, der unruhige Geist, der den Mann dazu treibt, ist der Geist vom Satan. Und weil er nicht Gott als Haupt hat, betet er jetzt nun seine fleischlichen Gelüste an.
seine fleischlichen Gelüste, es macht keinen Sinn, aber das ist so, wie es ist, sind jetzt da an der Stelle von Gott. Und biologisch sagt man, dass nach dem Hunger das größte Verlangen, was der Mensch hat, ist ein Verlangen nach Sexuellem. Jetzt werden wir lesen, dass im 1. Mose 17, das werden wir noch ein bisschen vertiefen, steht drin, dass Abraham sein Haus beschneiden soll, alles was männlich ist. Denn der Schlüssel liegt beim Mann. Die Schrift ist wahrhaftig hervorragend und gepriesen sei Gott. Der Schlüssel ist der Mann, wenn der wiederhergestellt wird und er jetzt die Frau nicht mehr ausnutzt zu seinen Zwecken, dann wäre er imstande, sie da rauszuleiten, wie er auch im Garten Eden imstande gewesen wäre. Adams Sünde, von Adams Sünde wird gesprochen in der Bibel, nicht von Evas Sünde. Eva wurde verführt, aber Adam, der ja an Stelle war, er war der Herrscher, hat sie da nicht rausgeleitet wegen seinen Gelüsten, wegen seiner Schwachheit, wegen seiner Rebellion, wie auch immer. Er hat jetzt die Frau an der Stelle gesetzt und du wirst sehen, dass Kulturen von großstarrigen Männern, auch in der Bibel, die halt sagen, groß ist Diana, die Göttin etc. Warum wird ein Mann eine Göttin als Gott haben? Warum würde ein Mann sich einem Stein oder ein Stück Holz davor niederneigen? Weil da irgendwelche Praxen sind, die er gerne hätte und meistens sind es okkultische oder Prostitution oder sexuelle Natur. Und das ist, was der Mann begehrt, weil dieser Platz in seinem Leben ist jetzt gefüllt nicht durch Gott, sondern durch Gelüste. Also, da wo du siehst, dass die Frau gegen den Mann geht, und viele Frauen können es gar nicht in den Mund nehmen, zu sagen, gläubige Frauen, ich erwarte ja jetzt nichts aus der Welt, von Menschen nicht, weil ich richte oder da überheblich sein möchte. Es ist keine Erwartungshaltung. Wenn jemand von vornherein sagt, Gottes Ordnung ist nicht sein Lebensweg, seine Lebenspraxis, erwarte ich keine Früchte, die Gott versprochen hat für Menschen, die seine Wege einhalten. Wenn du diese Wege nicht einhältst, dann werden diese Früchte nicht da sein. Wenn ich nicht pflanze, werden die Pflanzen nicht wachsen, ist logisch. Und wenn jemand diesen Weg nicht eingeht, dann kannst du auch diese Früchte nicht erwarten. Ich erwarte gar nichts von Menschen, die sagen, wir glauben nicht. Menschen, die bekennen, mit allem drum und dran, mit Reisen und Hebräisch und Kopftuch und Nahrung ausgetauscht und alles andere, nur diesen Punkt kriegen die wenigsten in den Mund, zu sagen, mein Mann ist wirklich mein Haupt. Es kommt aus dieser Ordnung und das führt zum Verderben. Gott wird diese Ordnung nicht ändern, weil der Mensch zu schlau, zu dusselig, zu egoistisch, zu was auch immer ist, es einzuhalten. Der Mensch wird einfach nur leiden und sterben, so traurig es ist. Entweder der Mensch kehrt zu der Ordnung zurück oder er geht ins Verderben, in dem Glauben, dass er ist im Glauben. Obwohl er diese Ordnung nicht lebt und diese Gesinnung ist immer noch da, gegen den Mann zu gehen und der Mann hat Gelüste als sein Gott. Und glaubt er es im Glauben, weil er Jesus bekannt hat. Okay? Also den größten Widerstand habe ich erfahren, wenn ich darüber gesprochen habe, dass eine Ordnung zwischen Mann und Frau nicht intakt ist. Und das habe ich selten gesehen. In den vielen Jahren, wo ich im Glauben bin, habe gerade einige Beispiele vor Augen, wo ich weiß, da funktioniert es, da wird diese Ordnung gelebt. Aber auf der anderen Seite viele Beispiele, wo ich weiß, du kannst alles machen, was du willst und Hebräisch und lesen und studieren und Bibelkreis, aber diese Ordnung ist nicht da. Und oftmals haben vorrangig Männer diese Thematik angegriffen. Wieso redest du so? Das geht gegen die Frau. Wir reden nicht davon, gegen die Frau zu gehen oder gegen den Mann zu gehen. Wir reden über eine Ordnung, der Unterordnung, um wieder Leben fließen zu lassen. Und dann wundern sich viele, warum einiges nicht funktioniert. Ich habe gerade vor Augen eine Person, wo ich weiß, sie leidet. Sie kennt die Ordnung, sie weiß, was die Bibel sagt. Ich habe mit ihr schon darüber gesprochen. Sie hält es nicht ein. Und meine Hoffnung ist, dass diese Person dazu zu dieser Ordnung zurückkehrt. Denn du kannst keinen zwingen. Und ich gehe nicht mit irgendjemandem ins Gefecht wegen irgendeiner Ordnung, die er lebt oder nicht lebt. Aber ich weiß, wie der Vater agiert, weil er es ganz klar gesagt hat. Du musst diese Ordnung einhalten und das ist das Kreuz. Und es wird so lange brauchen, bis Drangsal dich da rausbringt und du lebst es und mein Geist dir hilft und du zu mir schreist. Oder im schlimmsten Fall, Gott bewahre, der Mensch leidet einfach nur und stirbt, das war's. Und glaubt aber, er war im Glauben. Oder er wusste, er war nicht im Glauben, aber er kam da nie raus. Aber der Vater ändert seine Ordnung nicht. Also, was Eva wollte, ist an Gottes Stelle zu sein
Und das kennzeichnet sich dadurch, über den Mann herrschen zu wollen. Deswegen tut die Frau, vielleicht gar nicht, dass sie es weiß, absurde Dinge. Da fragst du dich vielleicht, warum benimmt sich das junge Mädchen so und verführt und gibt sich dahin etc. Vielleicht selber, wenn du sie fragen würdest, würdest du sagen, ich will es gar nicht tun, aber irgendwas in ihr bestätigt ja, dass damit dominiert sie den Mann durch seine Gelüste. Und wenn sie den Mann dominieren kann, okay, auch wenn es durch ihre Gelüste sind, wenn du die babylonischen Kulturen angesehen hast und du siehst große gestandene Männer in der Bibel, David, Samson, die gefallen sind wegen einer Frau, okay, da siehst du, welche Macht die Frau wirklich haben kann. Und wenn der Mann nicht beschnitten ist, wie Gott es geboten hat, dann wird er der zum Opfer fallen. Und er nutzt sie aber nur aus. Das heißt, er hilft ihr nicht, er hilft sich nicht und beide gehen ins Verderben. Deswegen der Schlüssel ist, dass der Mann dich erstmal unter Kontrolle hat, beschnitten ist. Und beschnitten in der Vorhaut, jeder Mensch, der klar denkt, weiß doch ganz genau, um Gelüste und Triebe und Begierden zu bekämpfen, es wird doch nicht bekämpft, indem ich die Vorhaut jetzt beschneide. Und ich habe mal einen Israeli gefragt, den ich sehr schätze, Marta Rochef, was denkst du? Was denkst du, ist hier 1. Mose 17? Über was spricht es? Über die Vorhaut, Brit Mila? Worum geht es da in der Beschneidung? Und er sagte, Kedei, Lehorid, Etatava, um die Neigungen zu senken. Jeder Mensch weiß, dass wenn du ein Stück Haut oder sonst was wo an deinem Körper abschneidest, dadurch ändert sich keine Gesinnung. Aber 5. Mose 10 sagt dir, das seid beschnitten im Herz. Und beschnitten zu sein im Herz, dass du sagst, diese Begierden, von denen wir am Anfang gesprochen haben, wenn die weg wären, dann gäbe es auch keine Kriege. Wenn ich keine Begierden hätte, hätte ich auch wieder Frieden. Das ist nicht zu machen, weil ich mit den Fingern schnappe oder weil ich bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist. Es ist ein aktives Leben von Trennen, Aussortieren, Wege ändern, beten, andere Gewohnheiten an sich anzueignen, damit das wirklich auch wirklich da geneigt wird und gekreuzigt wird. Erst dann ist der Mann klar imstande, eine Frau führen zu können, wenn er nicht nach seinen Begierden handelt, wenn er nicht mit der Frau sich einlässt, weil er was von ihr will, sondern weil er sich wirklich im Griff hat und das Gute sucht, dann wird die Gesellschaft wiederhergestellt. Ist in den wenigsten Fällen ist es der Fall, dass der Mann das macht und deswegen leidet die Frau. Also beide sind schuldig, beide sind für ihre Aktion zur Verantwortung zu ziehen und Gott stellt uns wieder her zu dieser Ordnung, dass er den Mann erstmal wieder herstellt und ich habe es in beiden Richtungen immer nur so klappen sehen. Dass vor der Ehe der Mann wurde ausgerufen aus der Dunkelheit, weil er zuvor finster gelebt hatte, nicht nach dieser Ordnung. Und wenn Gott ihn jetzt zum Leben ruft und ihm seinen Geist schenkt und dieser Mann glaubt an Jesus Christus, dann wird er nicht in 2 Minuten wiederhergestellt. Von der Tendenz und von der Kraft Gottes her wäre es möglich, aber es braucht Zeit und deswegen braucht es eine Zeit, bis der Mann wiederhergestellt wird und wenn er das im Griff hat, ich habe es noch nie nicht klappen sehen, bekommt er seine Ehefrau. Okay? Andersrum habe ich auch Menschen gesehen, die diese Phase nicht verstanden haben. Hat es zuvor ein Leben gelebt in Sexualität außerhalb der Ehe, muss deine Gedanken erstmal neu sortieren, suchst natürlich jetzt diese Begierden und diese Neigungen und diese Triebe und diese Bedürfnisse zu füllen, aber die Gesinnung ist noch gar nicht hergestellt und verstehe nicht, dass es braucht jetzt diesen Prozess, um wieder hergestellt zu werden, wie lange es dauert bei einem jeglichen, das weiß nur der Herr, aber diese Stufe ist notwendig, damit das an höchster Stelle wieder ist, dass Gott wieder das Haupt in deinem Leben ist und dann werden die anderen Sachen auch funktionieren und das ist der Weg, wie du auch den göttlichen Partner findest. Du findest keinen göttlichen Partner, weil du gesucht hast. Du hast dich bereit gemacht und du warst draußen, um zu beweisen, dass du jetzt in der Lage bist, vielleicht einen Partner in Empfang zu nehmen. Aber Gott ist der, der diesen Partner stellt. Okay? So, Matthäus 6 und ich lese dir vor, was der Herr sagt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes. The Kingdom of God, Reich Gottes, ist hier ein Synonym, ein Begriff, eine Umschreibung, oder eine Erklärung für sucht den Vater, sucht Gott. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Wenn du nach Gott trachtest, heißt es für den Mann, dass er mit seinen Begierden, meistens sind es fleischliche Gelüste, es kann auch Essen sein und Macht und Ruhm, aber oftmals wird das symbolisiert durch Sexualität.
Das heißt, wenn der Mann sich erstmal wieder herstellen lässt von Gott und das beweist er, indem er jetzt enthaltsam lebt und er trachtet nach Gott und er sucht nur Gottes Wege, dieser Mann ist imstande, auch eine Frau zu führen und eine Frau sucht einen solchen Mann. Das, natürlich ist der Appell, dass die Frau sich keinem gottlosen Mann unterordnet und hofft, dass das für die Ehe funktioniert. Diese Ordnung ist das Einzige, was funktioniert. Ich habe noch nie was anderes gesehen. Und das ist da, wo viele in der Ehe, zwar jetzt verheiratet, und wir haben jetzt gesagt, hier im Westen ist die Gesellschaft nicht in bester Ordnung, weil das siehst du, dass die Ehen nicht funktionieren, weil die Ehen geschieden werden. Aber man kann verheiratet sein und dieser Geist ist nie bekämpft worden, dass der Mann im Haus immer noch seiner Frau gehorcht. Und das liegt daran, weil er nicht beschnitten ist im Herz. Und die Frau hat immer noch diese Position und immer noch diesen Geist in sich, an Gottes Stelle sein zu wollen. Und dann fragt man sich, warum ist hier Chaos und Unfrieden zu Hause? Weil viele Männer es gar nicht sagen können, dass ich meine Frau führe, weil sie Angst haben und verweichlicht sind und können gar nicht öffentlich sagen oder wollen es auch nicht zeigen, weil die Gesellschaft nun mal nicht so tickt, dass ein Mann seine Frau führt. Und viele wollen es nicht sagen und viele Frauen können es auch gar nicht in den Mund nehmen, zu sagen, ich bin meinem Mann untergeordnet und er ist mein Haupt. Und es geht gar nicht um Herrschaft, es geht um eine Ordnung des Friedens. Und nur wo diese Ordnung eingehalten wird, herrscht auch der Frieden. Also, das ist das Prinzip von der Ordnung. Das Prinzip, dass hier jemand an Gottes Stelle ist, weil er für Gott agiert. Er selber ist nicht Gott. Da, wo der Geist Gottes nicht herrscht, ist da, wo das genau passiert, dass der Mensch jetzt glaubt, er ist Gott. Und dann folgt ebenso ein Desaster. Wenn jetzt der Mann, der jetzt führen soll, einfach nur ein Tyrann ist oder er misshandelt oder er fängt jetzt an, da Macht an sich zu nehmen und dann wird es pervertiert. Ich hoffe, dass für diesen Abschnitt dieses als Grundlage dient. Und jetzt werden wir noch ein paar weitere Dinge vertiefen.